Mein Name ist Robert Franz und heute werde ich euch zeigen, was der Unterschied zwischen einem Nahrungsergänzungsmittel und einem Mittel von der Pharma, einem Medikament, was eigentlich auch tödliche Nebenwirkungen haben kann und viel Kleingedruckter steht, was nicht gelesen wird. So, damit ich euch zeige, was die Ärzte eigentlich machen müssen, sie müssen das ganze Kleingedruckte von diesem Medikament lesen, aber ich nehme als Beispiel zum Beispiel heute mein Magnesiumcitrat. Das ist eigentlich die beste Form von Magnesium. Und jetzt darf ich euch lesen, was eigentlich Ärzte nicht machen. Ich darf von diesem Produkt einfach lesen und jeden Mensch, der sowas kauft, empfehle ich sogar, das Kleingedruckte zu lesen. So, schauen wir mal. So, jetzt mache ich, was die Ärzte nicht machen. Magnesiumcitrat. Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht, zu einem normalen Energiestoffwechsel, zu einer normalen Funktion des Nervensystems, zu einer normalen Muskelfunktion, zu einer normalen Eiweißsynthese, zur normalen psychischen Funktion, zur Erhaltung normaler Knochen und Zähne und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Magnesium hat auch eine Funktion bei der Zellteilung. Da seht ihr so viele schöne Sachen, die eigentlich von keinem Arzt, von keiner gesagt werden. Diese Aussagen darf ich sagen, die sind Health of Claim, genehmigt von der Europäischen Union, aber nicht mal die wenigen, es sind viel mehr Sachen, was Magnesium in den Körper bewirkt, wo man nicht sagen darf, könnt ihr selber nachlesen. Aber seht, die Mindestsachen werden von niemals propagiert. Deshalb muss ein Automechaniker die Menschen aufklären, mache ich schon seit Jahren und ich sehe, hat schönen Einfluss. Und deshalb befehle ich auch jeden Arzt, bevor er den Menschen so ein Mittel verschreibt von der Pharma, den Patienten mal hinzusetzen auf seinen Hintern und vorlesen. Machen Sie es nein. Warum? Weil Sie keinen Arsch in der Hose haben. Bis zum nächsten Mal, Robert Franz.